In diesem Video geht es um ein sehr sensibles Thema, nämlich um das Thema Schüchtern in der Schule. Also ich spreche mit diesem Video vor allem Leute an, die häufig denken, hätte ich doch mal was gesagt, irgendwie traue ich mich nicht richtig was zu sagen und die irgendwie zurückhaltend sind. Alle anderen sind natürlich auch herzlich willkommen, aber es geht vor allem um diese Menschen. Schüchternheit in der Schule bedeutet nicht unbedingt, dass man auch im privaten Leben schüchtern ist. Es gibt Leute, die bringen in der Schule kein Wort raus und im privaten Leben sind sie sehr impulsiv. Dann gibt es Leute, die sind sehr impulsiv in der Schule, aber sehr schüchtern außerhalb der Schule, zum Beispiel zu Hause. Das bedeutet, Schüchternheit ist erstmal keine Charaktereigenschaft, die universal gelten muss. Die kann lokal gelten, zum Beispiel nur in der Schule. Und genau deswegen beschäftige ich mich hier in diesem Kontext mit Schüchternheit in der Schule und möchte das Ganze mit meinen eigenen Erfahrungen auch ein bisschen aufbeleben, denn auch ich habe darunter gelitten, sogar ziemlich extrem. Zunächst, es gibt zwei verschiedene Arten von Schüchtern in der Schule, nämlich einmal Schüchtern im Unterricht und dann Schüchtern in der sozialen Interaktion. Was meine ich damit? Einmal kann man schüchtern im Unterricht sein, dass man sich einfach nicht meldet, dass man sich nicht traut, etwas zu sagen. Und dann kann es sein, dass man einfach schüchtern in der sozialen Interaktion ist, dass man sich nicht traut, mit den anderen Schülern in Interaktion zu treten, dass man eher ruhig ist, dass man eher die anderen reden lässt, dass man vielleicht von anderen sogar gemobbt wird und seinen Mund hält, nichts sagt, dass man also die soziale Interaktion nicht so bevorzugt. Ich persönlich, und jetzt oute ich mich mal, war in der 5. und 6. Klasse extrem schüchtern. Ich war so schüchtern, dass ich nichts gesagt habe im Unterricht. Und mit meinen Mitschülern hatte ich 2, 3 Mitschüler und zu den anderen hatte ich kein Wort gesagt. Kein Wort. Ich war also doppelschüchtern so gesehen. In beiden Gebieten. Absolut. Das hat so weit geführt, dass ich sogar sitzen geblieben bin. Und dann hat etwas in meinem Kopf Klick gemacht. Dann hat es mir klar geworden, ich bin der Grund, weshalb es hier nicht funktioniert. Ich bin der Grund dafür, dass ich mich nicht im Unterricht beteilige. Ich bin der Grund dafür, dass ich nicht mit anderen sozial interagiere. Wenn ich anders mich verhalte, dann verhalten sich andere mir gegenüber auch anders. Und es gibt eigentlich nichts, wovor ich Angst haben müsste. Diese Angst, etwas im Unterricht falsch zu sagen oder dass ich mich nicht beteiligt habe, alle Ängste, die im Kopf waren, und das waren viele Ängste, existierten auch nur hier drin. Und auch alle Ängste bezüglich der sozialen Interaktion, die waren nur hier drin. Es gab sie nicht. Sie waren nicht real. Und das mit allen Ängsten zu. Ängste haben etwas damit zu tun, dass wir uns auf intellektuelle Weise mit der Zukunft beschäftigen. Wenn ich jetzt etwas tue, was sind die Auswirkungen in der Zukunft? Davor haben wir Angst, weil jetzt im Moment ist ja alles okay. Nur die Zukunft könnte nicht mehr okay sein. Und dadurch entsteht Angst. Und man muss keine Angst letztendlich haben, sich im Unterricht zu beteiligen. Stellen wir uns den schlimmsten Fall vor. Wir sagen den absurdesten Mist. Alle lachen. Was passiert? Am nächsten Tag ist es vergessen. Und das kann ich euch fast versprechen. Nicht zu 100%, aber fast. Ich habe manchmal so blöde Antworten gegeben, als ich klein war, 8. und 9. Klasse später, als ich nicht mehr schüchtern war. Da haben die Leute gelacht, aber es war nicht weiter schlimm. Es hat letztendlich nicht dazu geführt, dass ich das Spött von allen war, Wochen und Tage lang. Nein, im Gegenteil. Ganz viele Leute haben bestimmt auch gedacht, das gleiche, was ich gedacht habe, haben dann aber trotzdem gelacht, haben es dann aber am nächsten Tag natürlich wieder unter den Tisch fallen lassen. Das war dann kein Thema mehr. Dementsprechend, etwas im Unterricht zu sagen und zum Gespött zu werden, diese Angst ist eigentlich unbegründet. Selbst wenn die Leute kurz lachen, meistens haben 2/3 auch das Gleiche gedacht und lachen nur mit. Und das böse 1/3, was wirklich lacht, das ist meistens so hohl, die haben gar nichts gedacht. Ist in der Regel wirklich so. Da gibt es natürlich 1, 2, die lachen dann, weil sie es wirklich lustig finden. Aber das sind meistens eher so lustige Leute, die vielleicht auch dazu neigen, Leute zu mobben. Aber letztendlich, naja, wenn man die in 20 Jahren wieder trifft, dann hat man seinen Aktenkoffer dabei und die haben ihr Sixpack Bier dabei.
Und man selber ist im Anzug und die sind in Schlabberklamotten. Dann steigt man in sein Auto ein und die steigen in ihren Einkaufswagen. So sieht das ungefähr aus. Deswegen, egal, einfach machen. Es macht auch glücklich, einfach zu machen. Denn in der Regel kriegt man positives Feedback. In 90% der Fälle kriegt man positives Feedback durch den Lehrer. Das steigert das Selbstbewusstsein ungemein. Man muss es nur einmal ausprobieren. Ich persönlich habe die Sommerferien genutzt, um letztendlich mich zu wandeln. Ich habe sogar die Schule gewechselt, weil ich dachte, ich möchte an einer neuen Schule neu anfangen. Da habe ich mich einfach die erste Woche gemeldet. Das habe ich nie getan. Fünfte, sechste Klasse, nie. Ich habe mich in der ersten Woche mehr gemeldet als in der fünften, sechsten Klasse vorher komplett zusammen. Und da habe ich mich einfach gemeldet und habe einfach geredet. Und ich habe ein positives Feedback bekommen. Und dann habe ich nicht mehr aufgehört. Bis zur 13. Klasse. Und mittlerweile stehe ich hier und halte Videos und bin gar nicht mehr schüchtern. Natürlich, man entwickelt sich so weiter. Aber man muss auch irgendwann mit der Entwicklung mal überhaupt anfangen. Und wann man mit der Entwicklung anfängt, das ist die eigene Entscheidung. Das muss man selber festlegen. Da hilft einem keiner. Natürlich, man kann zum Therapeuten gehen, er führt einen langsam ran. Aber möchte man einen langsamen, langen Weg nehmen oder möchte man einfach mal ins kalte Wasser springen? Es ist so, als wenn man in einen See springt. Im Frühjahr, der ist kalt, aber wenn man einmal drin ist und man ist geschwommen, dann ist er warm und es macht Spaß. Und ich habe es ritualisiert, genau das immer zu machen, wenn ich Wasser sehe und ich habe eine Badehose an. Und ich habe eigentlich immer eine Badehose an, das sei jetzt lustig erwähnt. Das ist ein Tick von mir. Ich habe angefangen, wie alt war ich? 16. Eigentlich anstatt Unterwäsche fast nur noch Badehosen zu tragen. Nicht immer, aber fast. Das hat zu lustigen Situationen geführt, dass wenn ich Wasser gesehen habe, bin ich einfach reingesprungen. Das mache ich fast bis heute noch. Nicht mehr ganz so oft, aber ich mache es gerne immer noch. Das verwundert die Leute, aber das gibt mir das Gefühl, dass ich lebe. Und auch, dass ich meinen Körper in gewisser Weise zeige. Ich bin nicht der Hübscheste, das weiß ich, aber dass ich mich zeige und zu mir stehe, das stärkt mein Selbstbewusstsein. Dass ich ins Wasser reinspringe, das stärkt mein Selbstbewusstsein. Und auch, dass ich jedes Mal merke, am Anfang ist es kalt, aber sofort ist die Kälte weg, sobald ich komplett untergetaucht bin und ein bisschen geschwommen bin. Das bestätigt mich immer wieder in meiner Theorie, wenn man einmal etwas durchzieht, dann hat man es auch geschafft. Und genauso kann man das Ganze auch bei der sozialen Interaktion machen. Wenn man mit anderen Schülern nicht so gut sozial interagieren kann, einfach mal dazusetzen oder einfach mal ins Gespräch einklinken. Das wirkt vielleicht die ersten zwei, drei Male für eingefahrene Gruppen komisch. Aber letztendlich gehört man irgendwann dazu. Man wächst so mit hinein. Man muss da keine Angst haben. Die anderen sind genauso Menschen wie man selbst. In den meisten Fällen sogar noch ein bisschen blöder. Das hat einfach damit zu tun, man selber hat ja Ängste. Das setzt eine gewisse Intelligenz voraus. Um zu wissen, dass irgendwas schlechter werden kann, muss man sich bewusst gemacht haben, wie die Situation jetzt ist und wie die Situation alles sein kann. Und den Jetzt-Zustand und den Kann-Zustand muss man irgendwie in Verhältnis gebracht haben. Das ist ein unglaublich kognitiver Prozess. Das kriegen die meisten gar nicht hin. Ich hatte mal einen guten Freund, der hat das nie hingekriegt. Der hat die absurdesten Sachen gemacht. Der hatte keine Ängste. Der war aber auch nicht der Hellste. So kann das laufen. Deswegen, seht eure Angst als etwas Positives an. An sich ist Angst nicht schlecht. Auch ich habe jedes Mal, wenn ich einen Vortrag halte, und ich halte viele Vorträge, jedes Mal ein bisschen Lampenfieber, ein bisschen Angst. Da pocht etwas in meiner Brust. Vorher. Das ist aber eine vernünftige Angst. Und diese Angst ist gut, denn die sorgt dafür, dass ich mich vernünftig vorbereite. Wenn diese Angst weg wäre, und das sage ich, wenn meine Angst weg wäre, bei Vorträgen vorher, dieses Herzklopfen, dann würde ich Unsinn bauen. Dann würde ich mich nicht vernünftig vorbereiten, mich da vorne hinstellen und irgendwas erzählen. Jedes Mal habe ich halt mal ein bisschen Herzklopfen. Auch jedes Mal, wenn ich die Kamera einschalte, klopft mein Herz. Boah, wie wird das aufgenommen, das Video? Wie werde ich mich geben? Wie oft werde ich das drehen müssen? In der Regel drehe ich es ja einmal und wenn es nicht funktioniert, dann schmeiße ich es weg. Dann wird das nie wieder gedreht. Das bedeutet, das sind immer so ein bisschen spontane Aktionen auch natürlich dann. Aber trotzdem, mein Herz klopft jedes Mal. Funktioniert das Konzept? Erzähle ich vielleicht so großen Stuss, dass ich danach in irgendeine Zeitung komme und dann da steht, der Stussmensch. Keine Ahnung. Aber ich kann wirklich sagen, dieses leichte Herzklopfen ist gut. Früher hatte ich aber zu viel Herzklopfen.
Das kann man aber einfach bekämpfen, indem man sich ein Lebensmotto zulegt. Indem man einfach irgendwie für sich klar macht, muss nicht sein. Ich muss diese Ängste nicht haben. Und ich persönlich musste diese Ängste nicht haben. Habe ich mir gezeigt, indem ich es ritualisiert habe, einfach ins kalte Wasser zu springen. Denn das ist für mich metaphorisch. Wenn ich langsam ins kalte Wasser gehe, dann friere ich am ganzen Körper. Wenn ich aber reinspringe, ist sofort vorbei und alles ist super. Deswegen ist auch zum Ritual geworden, eine Badehose zu tragen. Ist in meinem Freundeskreis immer wieder Lacher, aber ich finde das super gut. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit. Ich hoffe, dass meine Ratschläge und Tipps, die ich hier gegeben habe, euch helfen können. Ich kann euch in keiner Form therapieren, das klappt nicht. Wenn ihr weitere Hilfe sucht, wirklich professionelle Hilfe, dann solltet ihr die suchen. Ihr kriegt sie auf jeden Fall, es gibt genug ausgebildete Leute, die euch helfen können. Ich kann euch nur Ratschläge geben und aus meiner eigenen Vergangenheit erzählen. Das habe ich getan. Und ich hoffe, dass ihr, wenn ihr schüchtern sein solltet, sie überwinden könnt. Ganz viel ist auch Selbstüberwindung. Wenn man das erstmal schafft, dass man sich selber ausdiskutiert hat, dann geht es einem häufig besser. In diesem Sinne bedanke ich mich für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.